bin ja großer Schläferz-Fan, bin großer Trash-Fan und früher oder später, wenn man sich für schlechte Filme interessiert, dann stolpert man unweigerlich über Ballistic X vs. Sever. Auf der Film-Kritiken-Zusammenfass-Datenbank-Webseite Rotten Tomatoes hat das Ding original 0%. Nicht mal Howard the Duck hat 0% und nicht mal The Room von Tommy Wiseau hat 0% und auch nicht Rebel Moon hat 0%. Warum hat dieser hier 0%? Also es gibt schon mehr als nur diesen Film, die auch 0% haben, aber da gibt es dann 3 oder 4 Kritiken dazu. Zu diesem Ballistic X vs. Sever Film gibt es Stand jetzt 119 Kritiken. Und er hat 0% frische Rating. Ist der wirklich so schlecht? Finden wir's raus. Hallo und willkommen bei Jetzt guckt doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Ich bin Ingo, der Mann mit dem Gesicht fürs Radio und der Stimme für den Stummfilm. Und wenn ihr dieses Intro noch nie gehört habt, aber das witzig findet und denkt, ey, das ist ein cooler Typ, ich glaube, den abonniere ich, dann abonniert mich doch und macht das Däumchen nach oben. Und wenn ihr das Intro schon zum 3. oder 4. Mal gehört habt und habt aber noch nicht abonniert, ja, warum dann? Wenn ihr schon das 3. oder 4. Mal hier seid, macht's doch offiziell, dass wir miteinander gehen. Ballistic, das ist so, ich nenne es übrigens meistens nur Ballistic, das ist so eine Art Action, Sci-Fi, Spionage, Agenten Klumpatsch aus dem Jahre 2002. Und selbst wenn man nicht wüsste, dass der aus dem Jahre 2002 ist und sich Matrix von 99 anguckt und dann den hier anguckt oder im Vergleich dazu auch Equilibrium, den ich zum Beispiel ziemlich gut finde, oder auch die ganzen Underworld-Filme mit Kate Beckinsale, die ich zum Beispiel ziemlich schlecht finde, oder sogar in Teilen auch Daredevil, den ich auch ziemlich schlecht finde, zumindest die Kinoversion, ja, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, dass auch dieser Film hier so im Fahrwasser von Matrix entstanden ist. Denn guckt man sich einen Actionfilm aus den 90ern an, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wo der herkommt, oder einen aus den 80ern oder einer aus den 2010ern. Aber guckt man sich einen Actionfilm aus den frühen 2000ern an und die Leute haben dunkle Sonnenbrillen auf und Lederjacken und es wird viel geballert und es gibt ab und zu noch so Handkanten-Action und zwischendurch läuft noch Techno-Musik, also es fehlt wirklich nur noch, ja, das wie bei Club Rotation, dass Daisy D jetzt den nächsten Track von DJ Tomcraft ansagt. Wenn man diese Zutaten in dem Film findet, dann kann man sich ziemlich sicher sein, der muss von Anfang der 2000er sein. Zur Handlung. Ja, hier sollte jetzt eigentlich sowas wie eine schlüssige Inhaltsangabe kommen. Ob die schlüssig ist, das müsst ihr mit euch selber ausmachen. Ich muss es ablesen. Sonst verliere ich die Übersicht. Zum besseren Verständnis habe ich das Ganze nochmal grafisch für euch aufgearbeitet und blende das Ganze gleich ein. Also, Jeremiah X vom FBI, gespielt von Antonio Banderas, war mal mit Vin verheiratet und Robert Gant passte das nicht, aus irgendeinem Grund. Und deswegen hat er den Tod vorgetäuscht. Also er hat den Tod von X vorgetäuscht, dass seine Frau Vin dachte, er ist tot. Und er hat auch den Tod von Vin vorgetäuscht, dass ihr Mann X denkt, sie ist tot. Und jetzt ist der Sohn von Vin und X, ist also jetzt der Stiefsohn von Robert Gant. Und der Stiefsohn von Robert Gant wird von einer geheimnisvollen Gegenagentin entführt, gespielt von Lucy Liu. Und dieser Stiefvater Robert Gant, der arbeitet bei der DIA, der Defense Intelligence Agency. Jetzt ist er aber ein Doppelagent und hat einen Nanobot nach Kanada eingeschleust. Warum? Ist völlig uninteressant. Wahrscheinlich geht es um Geld. Und dieser Nanobot, der kann ganz fiese Sachen machen, die aber zur Handlung nichts beitragen. Und das FBI, nicht das DIA, sondern das FBI, will diese Nanobots und will Gant ausschalten. Und Julio Martin, das ist so der FBI-Obermotz und wird gespielt von, den Namen des Typen habe ich jetzt vergessen, aber das ist so der ewige, zuverlässige Nebendarsteller, den man in den 90ern und 2000ern überall hat rumfallen sehen. Ja, das ist der ehemalige Chef von X, der jetzt mittlerweile nicht mehr beim FBI ist. Und X soll diese Nanobots sicherstellen und soll Gant ausschalten. Warum das kein anderer vom FBI machen kann, der da wirklich fest angestellt ist, das wird jetzt nicht groß erklärt. Und wie genau das FBI eigentlich außerhalb von den USA, also in Vancouver, da rumfuscheln kann, das wird auch nicht so richtig erklärt. Dann macht aber X trotzdem mit, weil er ja jetzt von seinem Ex-Chef weiß, dass seine Frau gar nicht tot ist. Und warum er das vorher selbst nicht rausfinden konnte, das wird auch nicht erklärt. Und warum seine Ex-Frau nie zu Julio Martin gegangen ist und gesagt hat, kannst du meinem Ex-Mann bitte sagen, dass ich noch am Leben bin? Das wird auch nicht erklärt. Jedenfalls sieht X dann die Videoüberwachung von der Entführung seines Sohnes und die Entführerin, die kann einen Chuck Norris-mäßigen Roundhouse-Kick. Und damit steht felsenfest, in Stein gemeißelt fest, das muss ein chinesisches Waisenkind sein, das zu einer speziellen Spezialagentin ausgebildet wurde. Wahrscheinlich von Frank Drebin von der Spezialeinheit. Und dann wird viel geschossen und dann explodiert viel
Und dann findet Ex raus, dass Sever gut kämpfen kann, also die Lucy Liu gut kämpfen kann. Und dann tun Ex und Sever sich zusammen, weil beide Gant platt machen wollen. Die Banderas wegen der Ex-Frau und Lucy Liu, weil sie auch einen Hals auf den hat. Und ab hier müsste der Film ja eigentlich Ex mit Sever heißen. Oder Ex and Sever versus Gant. Oder Ex und Sever the Total Justice. Oder was auch immer. Und dann explodiert noch mehr und am Ende kämpft die Ling aus Ally McBeal kämpft gegen Toad aus X-Men. Ja, bitteschön. So, wenn ihr euch das jetzt einigermaßen reingefahren und draufgepackt habt auf die Festplatte und wenn ihr jetzt sagt, ja, das klingt ja aber wie Kraut und Rüben, kein Wunder, dass es der schlechteste Film aller Zeiten ist. Ja, also, dann habt ihr recht. Das klingt wirklich wie Kraut und Rüben. Dieser Meinung war wohl auch der Regisseur, der das Drehbuch gesehen hat und gesagt, nee, das Drehbuch ist Mumpitz, ich will eigentlich nur eine normale Rachegeschichte erzählen. Also Sever wurde von diesem Gant-Typen aufs Kreuz gelegt und will den jetzt dran kriegen. So eine simple Rachegeschichte im Stile von John Wick. Das war aber dem produzierenden Studio zu einfach, ja. Also ich meine, so eine Rachegeschichte funktioniert ja. Die funktioniert in Gladiator, die funktioniert in John Wick, die funktioniert in Mann unter Feuer. Warum soll denn hier funktionieren? Ja, weil es offensichtlich zu einfach wäre. Und dann ist das also der schlechteste Film, der vermeintlich schlechteste Film aller Zeiten. Normalerweise kann man sowas ja in erster Linie zwei Menschen ankreiden. Also entweder dem Drehbuchautoren, das ist der hier, und man sieht anhand seiner Karriere, dass er bisher wirklich nicht die Sterne vom Himmel geschrieben hat, oder dem Regisseur ankreiden, das ist der hier. Und ich gebe mir überhaupt keine Mühe, seinen Namen richtig auszusprechen, weil ich ihn überhaupt nicht richtig aussprechen kann. Ich kann ihn nur falsch aussprechen und jedem, der einigermaßen dem Thailändischen mächtig ist, dem fliegt es wahrscheinlich eh um die Ohren. Der hat zum Glück ein Synonym für uns bornierte Westler, er nennt sich Chaos mit K. Ja, wirklich. Ballistic war erst sein zweiter Film, sein erster Hollywood-Film und sein erster Film namens Far, den er laut Filmdatenbank IMDb angeblich gedreht hat. Zudem habe ich versucht, was zu finden. Ich habe nicht mal einen Trailer dazu gefunden online und ich habe auch keine Kritik dazu gefunden. Aber irgendjemand bei dem Studio bzw. bei der Produktionsfirma war ja offensichtlich der Meinung, hey, der hat einen coolen ersten Film gedreht, den holen wir nach Hollywood, damit er uns sein cooles Hollywood-Debüt dreht, bei dem jede Menge geschossen wird und jede Menge Stuntmänner durch die Gegend fliegen und bei dem jede Menge explodiert und bei dem es cool abfetzt. Ja, eigentlich nicht der schlechteste Gedanke. Ich meine, in meinem DVD-Regal steht haufenweise Asia-Zeugs. Habe ich gedacht, ja, coole Mischung. Also Hollywood-Budget und Hollywood-Explosionen und Hollywood-Stuntleute zusammen mit dem thailändischen Regisseur, der was drauf hat, warum nicht? Irgendjemand vom selben Studio und von derselben Produktionsfirma war dann aber komischerweise kurz später der Meinung, dass der Typ doch überhaupt nichts drauf hat und man dem ständig reinpfuschen muss. Und das fängt schon beim Titel an. Denn der ist zum Beispiel ein großer Fan von so 70er und 80er Spionage-Action-Kloppern, so wie Bullet. Und Bullet und Ballistic, der ist ein ganz großer Fan von Steve McQueen, weil der hat gesagt, ne, als er das Drehbuch gesehen hat, Ex vs. Sever, das klingt wie eine Gerichtsakte zum Sorgerechtsstreit, das macht doch irgendwie nichts her. Und da hat die Marketingabteilung gefragt, ja, hättest du denn einen coolen Gegenvorschlag? Und da sagt er, ja, Ballistic. Und da hat die Marketingabteilung gesagt, ey, super, nehmen wir. Beziehungsweise kombinieren wir. Beziehungsweise schmeißen wir zusammen. Und schmeißen noch einen Doppelpunkt dazwischen und nennen das Ganze Ballistic Doppelpunkt Ex vs. Sever. Damit es auch so richtig schön sperrig ist. Das ging dann weiter bei der Besetzung, bei der das Studio auch reingequatscht hat und erst von dem Regisseur wissen wollte, wen willst du denn haben? Und er hat gesagt, für die beiden Hauptrollen am liebsten Chow Yun-Fat und Jean Reno. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber den Film will ich sehen. Also ich habe den größten Actionstar Hongkongs, der in Hardboiled mitgespielt hat und in The Killer und in A Better Tomorrow und auch schon erfolgreich in Hollywood gearbeitet hat mit, nicht Professionals, wie hieß der? The Replacement Killers von Antoine Fuqua, was damals sein erster Film war, oder auch mit diesem Marky Mark-Film in Chinatown, Corruptor. So, und ich nehme den größten Actionstar Europas, Leon der Profi, und schmeiß die beiden zusammen in einen Film, bei dem die Fetzen fliegen. Leute, das Ding hätte ich geguckt. Und dann hat das Studio logischerweise gesagt, alles klar, du willst Chow Yun-Fat und Jean Reno, dann nehmen wir doch logischerweise Antonio Banderas und Lucy Liu. Ebenfalls logischerweise wurden sowohl während der Dreharbeiten als auch nach den Dreharbeiten diverse Leute von der Crew von Chaos rausgeschmissen. Er hatte unter anderem die Cutterin Carolyn Ross, die einige der coolsten und geilsten aussehendsten Actionfilme der letzten 40 Jahre zusammengeschnippelt hat. Die muss man dann komischerweise auch rausschneiden. Ebenfalls im Boot hatte man den Komponist Trevor Rabin, der einige der coolsten Actionfilme der 90er noch cooler vertont hat. Und außerdem logischerweise hat dann noch nach Ende der Dreharbeiten und auch vor Beginn der Postproduktion das Studio den Regisseur selbst rausgeschmissen.
Also der Typ, der dafür verantwortlich ist, dass dieser Film eine gewisse Handschrift hat und der Typ, der diese Handschrift überwachen soll und der die ganzen Schnitt und Musik und so weiter überwachen soll, der wird dann vor die Tür gesetzt. Of course! Wie erwähnt, einer seiner Lieblingsfilme waren Bullet und waren generell so diese 70er Action-Klopper und auch Sam Peckinpah und sowas war ein großer Fan von und das wollte das Studio aber nicht. Die wollten so eine Art Matrix-Klon, weswegen auch nachträglich diese blöden Nanobots da in das Drehbuch reingeschrieben wurden, die überhaupt nichts mit der Handlung zu tun haben und die verursachen keine Motivation bei irgendeiner der Figuren und die erfüllen keinen Sinn und Zweck und die sind auch keine Bedrohung, weil der Zuschauer zu keiner Sekunde rafft, was für eine Bedrohung das eigentlich sein soll und wie die nach Kanada reingekommen sind und wenn die angeblich unbemerkt nach Kanada reingekommen sind, wie das FBI dann rausgefunden hat, dass sie doch nach Kanada reingekommen sind. Also völliger Mumpitz. Aber die Dinger sieht man so zwischendurch mal 5 Sekunden auf dem computeranimierten Bildschirm und dann sehen sie so einigermaßen aus wie diese, ja, wie diese Wächterviecher bei Matrix, die Nebukadnezar dann so aufschweißen. Ja. Und dann gibt es mal eine Schießerei vor einem großen Gebäude in so einer Hauptstraße und die ist, guckt mal Heat und guckt danach, ihr müsst Ballistik nicht gucken, aber falls ihr Ballistik schon mal gesehen habt, vergleicht mal diese zwei Szenen. Guckt mal Heat und guckt danach die Schießerei in Ballistik, das ist ähnlich gefilmt. Und auch der Heat von Michael Mann war ja ein ganz schnöde, gerade heraus, wirklich auf die 12 und nüchtern gedrehte Action-Klopper und nichts mit Techno-Musik und nichts mit Schnittgewitter, sondern einfach nur bam, 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 bam. Und genauso hat er das hier gedreht. Und weil das aber nicht reicht und weil es nicht okay ist, einen der besten Action-Filme zu kopieren, die je gedreht wurden, hat man nachträglich noch diese Kirmes-Techno-Musik da reingepackt. Und beim Schnitt, also auch in der Postproduktion, haben diverse Studio-Fuzis so sehr reingefuschelt und den Film so sehr von links nach rechts gedreht und wieder zurück und noch 5-mal durcheinander geschmissen, dass teilweise die Choreografie der Action-Szenen nicht mehr so gepasst hat, dass man Bilder spiegeln musste. Deswegen ist beispielsweise Antonio Banderas zwischendurch mal kurz Linkshänder. Denn wenn er in die Richtung schießt, dann hätte die Szene, die Choreografie in der Szene keinen Sinn mehr ergeben. Also hat man das Image gespiegelt und plötzlich schießt er mit links, damit er wieder auf das Auto schießt, was da vor ihm wegfährt. Also so, über diese Art Film reden wir hier. Welches Studio macht sowas? Welches Studio hat dafür Geld ausgegeben? Welche Typen innerhalb dieses Studios haben zwischendurch immer wieder den Daumen gehoben und gesagt, jawohl, genau so machen wir das? Und welche Leute haben bei dem Regisseur Chaos den Daumen gesenkt und haben gesagt, nee, der macht das aber bitte nicht? Und warum gibt es dieses besagte Studio Franchise Pictures eigentlich nicht mehr? Es ist nicht nur wegen dieses einen schlechten Films. Und welche Trottel haben da eigentlich dieses ganze Geld locker gemacht, das da versenkt wurde? Nun, wir müssen über das reden, was im amerikanischen Sprachgebrauch und besonders in Hollywood gerne als Dumb Money bezeichnet wird, also als dummes Geld. Wir müssen darüber reden, wo dieses dumme Geld meistens herkommt. Wir müssen über unser schönes Heimatland reden und wir müssen über die Commerzbank reden. Wer immer schon mal wissen wollte, wie man von einem Waschsalon zu einer Gesetzesänderung im Deutschen Bundestag kommt, der sollte jetzt in den folgenden Minuten gut aufpassen. Eli Samaha ist ein libanesisch-amerikanischer, nennen wir ihn mal, Geschäftsmann, der angefangen hat mit einer Reihe von Waschsalons in und um Hollywood herum. Also hochleistungsfähige Waschsalons, bei denen man ganz empfindliche Stoffe reinigen konnte, weil er sich gesagt hat, hier läuft eine Hollywood-Produktion nach der anderen und für jede Hollywood-Produktion, für jede Serie und für jeden Film gibt es doch Kostüme. Und diese Kostüme, die müssen doch früher oder später gewaschen werden. Naja, dann biete ich hier den absoluten granatenmäßigen Service an und hat seine Kette von Waschsalons da aufgezogen. So hat er seinen Fuß in die Hollywood-Tür reinbekommen und hat dann expandiert und hat dann noch einen Waschsalon aufgemacht und noch einen. Und mit dem Gewinn finanzierte er sich dann die Beteiligung am Chinese Theater. Ja, das Chinese Theater. Und mit dem, was er da wiederum verdient hat, finanzierte er sich dann noch seinen Anteil an dem Nachtclub Roxbury. Ja, das Roxbury aus diesem unsäglichen Chris Kattan und Will Ferrell Film. Und wenn der Typ vielleicht überhaupt nichts konnte, aber eins konnte er wie kein zweiter, nämlich Netzwerken und Leuten schön Honig ums Maul schmieren und die beschwatzen und da irgendwie Geld rausholen. Aber dann hat er also irgendwann seine Produktionsfirma Franchise Pictures da aufgemacht und hat wahrscheinlich hier mal Geld und da mal Geld und dort mal Geld abgesogen und damit Franchise Pictures aus dem Boden gestampft und plötzlich hat er Filme produziert mit Sylvester Stallone und hat Filme produziert mit Bruce Willis und hat Filme produziert mit Wesley Snipes und hat Filme produziert mit Matthew Perry und hat Filme produziert mit John Travolta. Ja, A, wie geht sowas? B, wo hat er das Geld hier für diese Budgets? C, warum kommen denn die Stars immer wieder zu ihm? Ich meine, die können auch zu 15 anderen Studios gehen. Warum gehen die zu ihm?
Ganz einfach, weil er ein besonderes Geschäftsmodell hatte. Franchise Pictures hat damals in Hollywood eine Nische besetzt, die sonst außerdem keine besetzt hat. Es gibt so eine Art Drehbücher, die werden immer von Studio zu Studio rumgereicht. Ich weiß noch, Rambo wollte 10 oder 12 Jahre lang keiner machen. Und da war Steve McQueen mal im Gespräch und Dustin Hoffman und Clint Eastwood und alle haben die Rolle abgelehnt und jedes Studio hat gesagt, nee, machen wir nicht, ist zu deprimierend, ist zu blöd. Und dann landet das ja irgendwann alles bei Mario Casar und Andrew Vanya und die haben es dann unter ihrer Produktionsfirma gewuppt. Ja, also das war so ein Drehbuch, was kein anderer haben wollte. Und von diesen Drehbüchern gibt es haufenweise Sachen. Und oft gibt es so Drehbücher, die jetzt nicht das kommerzielle Potenzial haben, die sind aber das Leib- und Magenprojekt von bestimmten Schauspielern. Franchise hat dann diese Ladenhüter-Drehbücher, also zum Nullinger-Preis gekauft und haben gesagt, okay, lieber Star, wir haben hier dieses Drehbuch, was du ja unbedingt mal verfilmen wolltest. Wir können dir das Budget dafür geben und wir können dir die Produktionscrew dafür geben, wir können den Regisseur dafür geben, wir können dir aber nicht deine übliche Gage dafür geben. Dafür hast du aber so ziemlich künstlerische Freiheit, du kannst dein Lieblingsprojekt verwirklichen und wir schmeißen das auf den Markt und dann hast du dein Pet Project, wie es bei denen heißt, Dingsda-Bumsda verfilmt. Und weil diese Hollywood-Stars ja nun mal die Egos haben, die sie haben und so unbedingt sehen wollten, dass diese Drehbücher verfilmt werden, haben sie für einen Bruchteil ihrer normalen Gage gearbeitet. Und dann hatte man also das Drehbuch und man hatte einen Drehplan und man hatte einen berühmten Hollywood-Star im Boot. Und mit Hilfe dieses berühmten Hollywood-Stars war es nun viel, viel einfacher, ausländische Investoren für diese Filme zu begeistern. Dann wurden diese Filme also gedreht, wohlgemerkt in Kanada, gedreht und nicht in Hollywood. Unter anderem deswegen wurde auch X vs. Sever in Kanada gedreht. Also das ist der kanadischste Kanada-Film, der kanadamäßig jemals von Hollywood in Kanada gedreht und produziert wurde. Ursprünglich hätte das Ding in Bangkok gedreht werden sollen, dann ist die Wahl des Regisseurs ja auch einigermaßen sinnvoll. Also ich drehe in Thailand mit einem thailändischen Regisseur und einer thailändischen Crew und ja, klingt ja erstmal sinnvoll. Nee, das wurde dann aber nach dem 11. September 2001 alles rumgeschmissen und es hieß, nein, wir können aber nicht in Thailand drehen, denn das ist ja zu gefährlich. Und wer weiß, wann das nächste Flugzeug entführt wird und aus Sicherheitsgründen müssen wir aber lieber in Kanada drehen. Weil, wenn wir mit dem Flugzeug nach Thailand fliegen, dann kann ja sonst was passieren. Ja gut, Anschlussfrage. Wie kommt ihr denn von Hollywood nach Kanada? Ja, mit dem Flugzeug. Ja, also das hat überhaupt nichts mit Sicherheitsvorkehrungen zu tun. Das war einfach Steuererleichterung, die man in Kanada angeboten bekam. Nichts anderes. Haufenweise Filme hat Franchise Pictures dann in Kanada gedreht. Unter anderem das vom Bruce Willis, sein Lieblingsprojekt, keine halben Sachen. Der wurde in Kanada gedreht. Einer der ganz wenigen Franchise-Filme, die tatsächlich unterm Strich Profit gemacht haben. Ansonsten wurde meistens mehr Geld versenkt als Geld verdient. Wenn aber ein Film nach dem anderen floppt und wenn ein Film nach dem anderen ein Millionengrab ist und wenn da von Film zu Film immer wieder Geld versenkt wird, welche Trottel pumpen denn da immer und immer wieder noch mehr Geld rein? Deutschland hatte mal ein Steuerschlupfloch bei ausländischen Filminvestitionen und das sah folgendermaßen aus. Man musste bei der Steuererklärung nur den Reingewinn abgeben, also wenn so ein Film dann überhaupt mal Gewinn gemacht hat. Die meisten haben das ja nicht. Und das dann aber auch erst viel später. Und die eventuellen Verluste, die konnte man sich schon im aktuellen Fiskaljahr durch, nennen wir es mal, kreative Buchhaltung wiederholen oder beziehungsweise von der Steuer als Verlust abschreiben. Ich zitiere, damit ich keinen Fehler mache. Diese Betriebsausgaben stehen in späteren Jahren Verwertungserlöse des Films gegenüber. Da der Filmfonds einen Totalgewinn erzielen musste, konnten die steuerlichen Anfangsverluste den Anlegern nur zugewiesen werden, wenn diese ihrerseits Gewinnerzielungsabsicht hatten. Die zu erbringende Einlage wurde unterteilt in einen durch Eigenkapital erbrachten und einen fremdfinanzierten Teil. Dies ermöglichte es bei einer Aufteilung von Eigen- und Fremdkapital in Höhe von rund 50%, das Eigengeld in der Verlustphase vollständig durch Steuererstattungen zurückzuerhalten. Der fremdfinanzierte Teil wurde durch zukünftige Gewinne des Fonds zurückgezahlt. Wenn ihr diesen Satz nicht verstanden habt, dann hat er seinen Zweck erfüllt, denn auch Steuerprüfer sollen diesen Satz nicht verstehen und auch normale Anleger sollen diesen Satz nicht verstehen und Leute beim Finanzamt Wiesbaden sollen diesen Satz nicht verstehen und Leute in der Bundesregierung, sagen wir Leute in der Bundesregierung, die nicht für die FDP im Bundestag sitzen, sollen diesen Satz auch nicht verstehen. Nein, das ist eine ziemlich schwammige, grau
zonige Investitionsmöglichkeit für reiche Bonzen, wie sie mit Filmfonds und Filmfinanzierung Steuern sparen können. Was man investierte, konnte man also komplett von der Steuer absetzen. Zudem noch gegebenenfalls Kredite, die man vielleicht aufnehmen musste, um diese Film da zu investieren. Und für die deutschen Finanzinvestoren war das eine ziemlich risikolose Geldanlage. Denn hat man Profit gemacht mit diesem Film, da muss ja dieses Fitzelchen Profit da versteuern, und jeder weiß, wie die Buchhalter in Hollywood so arbeiten, die müssen ja immer, selbst wenn der Film 3 Milliarden Einspiel schaffen, ist ja wirklich den Profit künstlich klein zu rechnen, und wenn er keinen Profit gemacht hat, dann war es ja sowieso wunderbar, dann hat der Film halt Verlust gemacht, und diesen Verlust konnte man eben steuerersparend absetzen bei seiner Steuererklärung. Klingt ja erstmal nicht schlecht, oder? Ist auch übrigens einer der Gründe, warum Uwe Boll immer und immer wieder Filme drehen konnte und immer wieder Leute wie beispielsweise Ben Kingsley für seine Filme bekommen hat. Ja, die wurden mit deutschem Geld finanziert und immer wieder konnte der diese Schmonzfilme drehen. Natürlich, Riesenüberraschung in Kanada. Ja, die nie in die Gewinnzone kamen, und darauf kam es aber auch gar nicht an, bis es in dem Bundestag 2005 dann eine Gesetzesänderung gab, um dieses Steuerschlupfloch zu schließen, was niemand ahnen konnte. Jedenfalls wurden bis dahin haufenweise schlechte und nicht sonderlich erfolgreiche Filme produziert für ein Heidengeld, und keiner hat mehr so genau nachgefragt, was jetzt mit dem Geld da eigentlich passiert ist. Unter anderem A Murder of Crows für 7,5 Millionen mit Cuba Gooding Jr., den habe ich sogar mal gesehen, den fand ich gar nicht schlecht. The Boondock Saints oder beziehungsweise Der blutige Pfad Gottes für 6 Millionen, auch den fand ich nicht schlecht, und zudem habe ich sogar mal ein Video gemacht. Keine halben Sachen, den erwähnten wahrscheinlich einzigen Ausnahmeerfolg für 41 Millionen, Battlefield Earth für angeblich 44 Millionen, vielleicht sogar 75 Millionen, man weiß es nicht genau, dazu später mehr. The Pledge, das Versprechen mit Jack Nicholson für fast 40 Millionen, angeblich sogar für 55 Millionen, dazu später mehr. Fear.com, den habe ich mal in der Sneak gesehen, boah, war das übel. City by the Sea mit Robert De Niro für 40 Millionen, The Art of War mit Wesley Snipes hat irgendwas zwischen 40 und 60 gekostet, genau weiß man es nicht, später dazu mehr. 3000 Miles to Graceland mit Kevin Costner und Kurt Russell. Wie hieß denn dieser Elvis-Film? Crime is King hieß der, glaube ich, bei uns im deutschen Verleih. Für knapp 50 Millionen. Angel Eyes mit Jennifer Lopez für über 50 Millionen. Get Carter mit Sylvester Stallone für über 60 Millionen. Driven mit Sylvester Stallone für irgendwas zwischen 70 und 95 Millionen. Genau weiß man es nicht. Später dazu mehr. Ja, tatsächlich auch zwei Stallone-Filme waren mit dabei. Nämlich der erwähnte Get Carter. Ein sehr, sehr unterdurchschnittlich schlechtes Remake von einem sehr, sehr geilen Michael Caine-Film aus den 60ern. Und nun mal Driven, was auch so ein Lieblingsprojekt von Stallone war, weil der, glaube ich, schon als Kind Rennfahrer werden wollte. Weil der auch mal im Actor-Studio bei James Lipton gesagt hat, mein Traumberuf, wenn ich nicht Schauspieler oder Regisseur wäre, wäre mein Traumberuf Rennfahrer. Ja, und auch dieser Film wurde mit demselben Modell und mit denselben doofen Investoren und ja, größtenteils oder zumindest zu einem großen Teil mit deutschen Investorengeld gedreht, was einer der Gründe auch dafür ist, dass zum Beispiel Verona Spinat blub in dem Film rumfällt und Till Schweiger als deutscher Rennfahrer Bo Brandenburg und Jasmin, ich war mal auf der Bravo-Hits 16 Wagner alias Blümchen, die zum Glück aber nur 4 Zeilen Text in dem Film hat oder so. Was ich mir aber überlege, als ich mir so in der Recherche die Zahlen durchgelesen habe und ich habe gesehen, der kostet 40 Millionen, der kostet 50 Millionen, der kostet 60 Millionen, ich habe mir gedacht, wenn diese Filme so unverschämt viel Geld kosten, und wir reden jetzt nicht von 60 Millionen heute, wir reden von 60 Millionen Anfang der 2000er, was ein ziemlich üppiges Budget war. Sehr oft habe ich mich bei diesen Filmen gefragt, warum sehe ich von diesen angeblichen 50 Millionen da kaum was auf der Leinwand? Diese Filme sehen viel billiger aus. Weil der vielleicht in Wahrheit gar keine 60 Millionen gekostet hat? Das dachten sich auch die Herrschaften von der Entertainment-Aktien-Gesellschaft. Die waren nämlich welche von diesen Investoren, die hatten einen Fonds aufgelegt und die haben dann Geld da reingepumpt und haben diese Filme mitfinanziert, haben dann aber im Dezember 2000 gegen Franchise Pictures Klage eingereicht. Entertainment-Vorstand, der heißt wirklich so, Entertainment-Vorstand Rüdiger Barry Beres, sagte vor Gericht aus, die Entertainment AG hatte sich bereit erklärt, 47% des Budgets, wohlgemerkt, nicht 48 und nicht 49 und nicht 50%, sondern 47% des Budgets zu zahlen für Battlefield Earth, den echt keine müde Socke vertreiben wollte, und den Wesley Snipes Film The Art of War und
den Bruce Willis-Film keine halben Sachen. Und Franchise Pictures hat das so gemacht, die haben diese drei Filme in ein Lizenzpaket gepackt. Denn ein Alien-Scientology-Film mit John Travolta, gefilmt von einem Typen, der offensichtlich Gleichgewichtsstörungen hat. Also mit so einem Film hat man schon vor 25 Jahren keinen hinter den Ofen vorlocken können. Und das wussten die bei Franchise Pictures offensichtlich auch. Die haben das dann aber in so ein Paket reingepackt. Und weil aber Bruce Willis ein großer Star war und weil Wesley Snipes ein großer Star war, da wurde das eben so zusammen gebündelt. Und wer immer Bruce Willis und Wesley Snipes haben wollte, der hatte auch John Travolta an der Backe. 47% dieses also angeblichen 75 Millionen Budgets von Battlefield Earth, das sollte also die Entertainment AG dann beisteuern. Nachträglich hat sich herausgestellt, es waren viel mehr als 47%, das können 60, 70, 80% gewesen sein, weil Franchise Pictures das ganz gern gemacht hatte, Budgets künstlich hochzujatzen. Also sie haben gesagt, dieser Film kostet 60 Millionen. Obwohl er das gar nicht gekostet hat. Und entsprechend ist ja der Anteil, den dann Investoren zahlen müssen, viel, viel höher als das, was der Film tatsächlich kostet. Wenn Battlefield Earth also keine 75 Millionen gekostet hat, sondern nur 44, dann hat diese Entertainment AG ja viel, viel mehr als die vertraglich vereinbarten 47% gezahlt. Und dann waren die Herrschaften nachvollziehbarerweise und völlig zu Recht ein bisschen pumpig. So heißt es in der Erklärung von Entertainment selbst, und ich muss wieder zitieren, damit ich wieder keinen Fehler mache. Im Rahmen eines über mehrere Jahre laufenden Filmvertrages hat er sich Entertainment bereit erklärt, die europäischen Rechte für mindestens 60 Franchise-Filme, ob diese Filme jemals gedreht wurden, weiß ich nicht, 60 Franchise-Filme über einen Zeitraum von 5 Jahren zu erwerben, als Gegenleistung für die Zahlung eines Betrages an Franchise. Dieser entspricht 47% der tatsächlichen Produktionskosten für jeden Film. Diese Zahl wird als Bonded Budget des Films bezeichnet. Gemäß der erweiterten Klage jedoch gab Franchise gegenüber Entertainment betrügerische Budgets an, die um Millionen oder gar zig Millionen Dollar überhöht waren. In einem Fall belief sich das betrügerische Budget, das Entertainment angegeben wurde, auf mehr als das Doppelte der tatsächlichen Produktionskosten des Films. Abgesehen von diesem Gerichtsurteil und abgesehen von der Entertainment AG und abgesehen von irgendwelchen Gesetzesänderungen im Deutschen Bundestag, wenn dieser Film tatsächlich viel, viel weniger gekostet hat als das angebliche Budget, in welchen Taschen ist denn dann dieses viel, viel mehr Geld eigentlich gelandet? Entertainment hat diesen Prozess gewonnen, bekam dann Schadenersatz zugesprochen in Höhe von 121,7 Millionen Dollar. Und Eli Samaha, der mit den vermeintlich vollen Taschen, der wurde dann im Gericht noch zu einer Persönlichhaftung von x Millionen, ich weiß nicht, wie hoch die Summe ist, Schadenersatz verurteilt. Und Riesenüberraschung, unmittelbar nach Verkündung des Urteils hat dann sowohl Franchise Pictures als auch fast sämtliche Tochtergesellschaften von Franchise Konkurs angemeldet. Und so konnte man die Strafe leider nicht zahlen. Samaha hat sich da dann auch irgendwie rauslaviert. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob das Ding inzwischen gelöst ist, ist dann rausgekommen, auch die Anwälte, die er damals mit seiner Verteidigung beauftragt hatte, die sind noch jahrelang seinen Anwaltskosten hinterhergerannt und haben die wohl auch nie gesehen oder nur einen Bruchteil davon gesehen. Das war dann aber erst Jahre später. Nee, zwischendurch, also 2002 herum, als in Entertainment AG dann ausgestiegen ist als Investor und gesagt hat, nee, die Mumpitz machen wir nicht mehr mit. Ja, da war dann Franchise Pictures auf der Suche nach neuem dummen Geld, beziehungsweise neuen dummen Geldgebern. Und offenbar war damals von den Mitarbeitern bei der Commerzbank keiner in der Lage, mal eine Zeitung zu lesen oder Nachrichten zu gucken oder sich ein bisschen detaillierter mit diesen Filmförderfonds zu beschäftigen oder sich ein bisschen detaillierter mit Franchise Pictures zu beschäftigen oder vielleicht mal sich ein bisschen Englisch drauf zu packen und mal im Wall Street Journal nachzulesen, was es so mit Franchise Pictures auf sich hat oder vielleicht mal so in Hollywood, mal einfach mal einen Praktikanten oder einen Azubi von der Commerzbank nach Hollywood fliegen und sagen, hör dich da mal um, wie Franchise Pictures eigentlich so arbeitet und was für einen Ruf die so in der Stadt haben. Oder vielleicht hätte ja auch mal einer bei der Commerzbank auf die Idee kommen können, ich nehme mal einen Telefonhörer in die Hand und ich rufe jetzt mal bei dieser Entertainment AG da an, denn die sprechen ja sogar Deutsch, und ich frage einfach mal so ins Blaue hinein, ja Mensch, erzählt doch mal, warum investiert ihr denn nicht mehr in Franchise Pictures? Was ist denn da los? Ist da irgendwas schiefgelaufen? Denn wer hat die nächsten beiden Megaflops von Franchise Pictures mitfinanziert? Nämlich Ballistic X vs. Sever und Ein ungleiches Paar mit Michael Douglas und Albert Brooks. Nun, könnt ihr raten, liebe Kinder, welche Dödel da Geld verbrannt haben? Ja, ganz genau. Die Commerzbank-Dödel haben Geld verbrannt. Bravo, sage ich. Ich weiß nicht, ob ihr da Kunde seid oder ob ihr da arbeitet oder ob ihr da mal gearbeitet habt.
oder ob euch irgendeiner von der Commerzbank mal einen Investmentfonds verkauft hat. Oder ob ihr irgendwann was gelesen habt von der Commerzbank, die jetzt groß in Filmförderung macht. Und es gab dann noch teilweise Newsletter von 2015. Gut, da konnte noch keiner Corona voraussehen, aber trotzdem, Streaming-Services gab es damals schon. Und dass der Mid-Budget-Markt für Filme ausstirbt, das war damals schon einigermaßen absehbar. Und warum dann bis 2015 oder vielleicht sogar noch darüber hinaus bei der Commerzbank immer noch jemand der Meinung war, ja, diese Filmfonds, das ist eine sichere Investmentanlage, weiß ich nicht. Seid ihr von der Commerzbank oder seid ihr Pressesprecher bei der Commerzbank oder arbeitet ihr in einer Filiale oder hattet ihr vielleicht was mit der Zusammenstellung von solchen Filminvestmentfonds zu tun? Und erzähle ich hier nur den allergrößten Mumpitz? Und ist das hier vielleicht eine Rufmordkampagne von mir, YouTube-Dödel, gegenüber der armen Commerzbank? Und ich habe hier alles völlig falsch wiedergegeben. Ja, bitte, Faktencheck hier unten. Haut in die Tasten. Oder noch besser, seid ihr von der Commerzbank-Filiale irgendwo hier in Frankfurt? Dann habt ihr es nur 10 Minuten zu meiner Haustür. Kommt vorbei, wir setzen uns zusammen in meinem Wohnzimmer, ich mache euch noch eine Tasse Tee und ich mache die Kamera an und dann könnt ihr mal alles richtig stellen, was ich hier falsch erzählt habe. Ich packe euch mal alles an Links und an Quellen und an sowieso rein, was ich dazu finden kann, beziehungsweise was ich dazu finden konnte. Und dann, wenn euch ganz, ganz langweilig ist und ihr nicht viel zu den Tag umkriegen sollt, dann könnt ihr ja noch ein bisschen Hausaufgaben machen und da weiterlesen. Und wenn ihr vorhabt, demnächst mal Geld zu investieren, ich meine, also, wenn ihr über 18 seid und geschäftsfähig, dann kann ich euch nicht vorschreiben, wo ihr das Geld investiert. Oder bei welcher Bank ihr ein Girokonto habt. Oder auf welches Kreditinstitut ihr euch verlassen wollt, wenn es um eure private Altersvorsorge geht oder so. Aber ich hätte zumindest eine vorsichtige Empfehlung, wo man es vielleicht besser nicht macht. Oder wo man zumindest vielleicht mal das Kleingedruckte mitlesen sollte. Oder vielleicht nochmal den netten Herrn Filialleiter 2-3 Mal ein bisschen umtriebiger nachfragen sollte, wie das denn nun genau im Detail ist und wie das funktioniert. Und, bösartig gesagt, ob die da teilweise wissen, was sie da überhaupt selbst verkaufen. Denn das kam wohl auch raus, offensichtlich, zumindest laut der damaligen Pressesprecherin von der Commerzbank, war das ja alles nicht abzusehen. Ist klar. So, jetzt wollte ich ursprünglich mal ein Video zu einem doofen, mittelmäßigen, einigermaßen unterhaltsamen Filmchen machen. Das ist dann ausgeartet und deswegen hat das aufgrund dieser ganzen Recherchearbeit und weil ich ja jetzt nicht den Hintern weggeklagt kriegen will von der Commerzbank oder ihren Anwälten oder sonst wem, muss ich mir ein bisschen mehr reinknien. Ja, also ich habe Ballistic X vs. Sever gesehen und ich kann sagen, das ist echt nicht der beste Film, der je gemacht wurde. Das ist aber auch wirklich, wirklich nicht der schlechteste Film, der je gemacht wurde. Das ist ein einigermaßen unterhaltsamer Action-Spionage-Klopper mit zwei eigentlich guten Hauptdarstellern. Wäre dieses ganze Chaos darum nicht gewesen und hätte man nicht irgendwelchen Nanobot-Mumpitz damit ins Drehbuch reingeschrieben nachträglich, hätte man nicht diese blöde Techno-Musik gemacht. Übrigens, der Komponist ist derselbe wie von den Matrix-Filmen. Also man kopiert Matrix und holt sich sogar einen Komponisten von Matrix und dabei kommt eine Filmmusik raus, die so hundeelend schlecht ist, dass es einem die Schuhe auszieht. Antonio Banderas, der ja leider als Kassengift verschrien ist und der sich auch nicht immer sonderlich Mühe gibt bei seinen Rollen, der liefert aber hier richtig gut ab. Lucy Liu liefert richtig gut ab. Was man so online finden kann, so an Hintergrundreports und so Berichten vom Set und sowas, die hatten offensichtlich alle Spaß wie Bolle. Also da sagt kein einziger der Beteiligten, zumindest vor der Kamera, sagt kein einziges schlechtes Wort über Regisseur Chaos. Der ja, hatte dann die nächsten 10 Jahre, aufgrund dieses Brutalo-Flops, konnte die nächsten 10 Jahre überhaupt keine Filme mehr drehen, ist dann wieder zurück in seine Heimat, hat dann da Filme gedreht, manche schlecht, manche besser. Tekken 2 hat er beispielsweise gemacht, der war hundeelend. Hat aber auch so einen coolen, ja, das ist so eine Collateral-Variante mit Mark Dacascos. One Night in Bangkok heißt der, wo einer sich mit dem Taxi rumfahren lässt und Leute umbringt. Kommt einem vielleicht vertraut vor, aber ist ganz cool gefilmt und ist ganz cool gemacht und ist ganz unterhaltsam und hat Mark Dacascos. Also und so. Und also, wenn man sich teilweise anderes Zeug von dem Regisseur anguckt, auch was man auf YouTube so finden kann, handwerklich hat das ja drauf. Und auch hier, finde ich, handwerklich hat das drauf. Wie gesagt, beim Schnitt hat ihm teilweise das Studio reingefuschelt, das war nicht seine Idee, aber ich sehe hier eine einigermaßen coole Verfolgungsjagd auch zwischendurch, die wirklich cool gefilmt ist. Ich sehe handgemachte Schießereien und handgemachte Explosionen und handgemachte Stunts und es fliegt und es fetzt, diese Schießerei da zwischendurch in dieser Hauptstraße in Vancouver, die ist teilweise richtig geil gefilmt. Also am besten kann man die eigentlich gucken mit Ton aus und sich eine beliebige Action-Soundtrack-Musik auf die Ohren packen oder so. Oder den Ton von Heat mitlaufen lassen, dann kommt das ganz cool. Also dieser Typ scheint was drauf zu haben. Der hat, ich meine, mit Ray Park hat er noch einen zuverlässigen, achso, ja, gut, fällt mir gerade ein, Stichwort Ray Park. Also der Film fällt auch in dem Film mit rum und da gibt es eine Drehbuchzeile, die so bescheuert ist, also da hat wohl auch Chaos gemerkt, nee, das kann hier nichts werden. Da ist beispielsweise die Haut von Ray Park, ist knochentrocken und auch die stehen draußen und auch die Stadt ist knochentrocken und es ist kein einziges Wölkchen im Himmel. Und dann sagt der eine,
Sie schwitzen. Und darauf sagt Ray Park, es hat geregnet. Also erstens, nein, tut er nicht. Und zweitens, nein, hat's nicht. Von dieser Qualität ist das Drehbuch, nur mal so. Aber, also man kann sehen, dass der Regisseur ein großer Fan von Heat ist, so wie er diese Schießerei da gefilmt hat. Man kann sehen, dass es ein großer Fan von Bullet ist, so wie er diese Verfolgungsjagd da gedreht hat. Und da überschlagen sich Autos und fliegen quer durch die Gegend und Antonio Banderas saust auf dem Motorrad und dann explodiert hier ein Zug und dann explodiert da ein Zug und da gibt's Feuerschwelle und da gibt's bam 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 und alles handgemacht, alles ohne CGI oder größtenteils ohne CGI. Alles recht geil und fetzig und das kracht und wumst. Und irgendwo da drin, glaube ich, ist auch ein cooler Actionfilm versteckt. Nur, wenn man halt einem Regisseur, der damals, fairerweise muss man dazu sagen, ja erst 26 Jahre alt war und der wahrscheinlich auch noch nicht das Rückgrat hatte, sich mit irgendwelchen Hollywood-Studio-Bossen anzulegen, ja, wenn man so einem eigentlich talentierten Regisseur dann dauernd reinfuschelt, ja, was soll dabei rauskommen? Also dabei kann kein guter Film rauskommen, aber ich muss fairerweise sagen, da ist auch kein besonders schlechter Film rausgekommen oder zumindest nicht der schlechteste Film aller Zeiten. Und zudem wird das Ding ja auf Rotten Tomatoes leider gemacht, was ich nicht finde. Also, das holt jetzt nicht die Sterne vom Himmel und hat auch das Actionfilm-Genre nicht neu erfunden. Wenn ich eine Bewertung abgeben müsste, dann gebe ich 2 von 5 coolen Verfolgungsjagd-Explosionen, Crashs. Und eine ganz, ganz eingeschränkte Guckempfehlung für wirklich Hardcore-Action-Fans. Ja, den kann man sich angucken. Muss man aber auch nicht. Aber wenn ihr den eh rumliegen habt, also den habe ich geholt. Bei mir im Ort war Flohmarkt. 1 Euro. Habe ich gedacht, ja komm, für 1 Euro, was kannst du da falsch machen? Nimmst du mit. Im schlimmsten Fall machst du ein YouTube-Video draus. Stichwort, machst du mal ein YouTube-Video draus. Ich habe schon einige YouTube-Videos aus einigen Filmen draus gemacht. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann lasst mich wissen. Haut in die Tasten, interagiert, abonniert, dirigiert das Däumchen nach oben und ja, sorgt dafür, dass mein Kanal auf die Startseite gespült wird von Leuten, die meinen Kanal noch nicht kennen, denn ich schwimme immer noch in dieser im 4. Untergeschoss Ursuppe von YouTube rum, weil der Algorithmus was gegen Leute hat, die keine Reaction-Videos machen oder die nicht alle 2 Tage irgendwelche News zu irgendwelchen Disney-Filmen hochladen. Vielen Dank im Voraus für eure Mitwirkung und für eure teilweise jahrelange Treue. Ja, könnt ihr euch geben, müsst ihr nicht. Ansonsten danke ich fürs Einschalten. Habt ihr den gesehen? Falls ihr den gesehen habt, ich hätte gerne mal eure Meinung dazu gehört. Und habt ihr mitbekommen, was da so im Hintergrund abgelaufen ist? Und habt ihr vielleicht mal bei der Commerzbank gearbeitet? Oder habt ihr mal bei der Entertainment AG gearbeitet? Falls letzteres ihr mit Ja beantworten könnt, ich lade euch hier ein. Ich lade euch in mein Wohnzimmer ein und wir können mal zusammen ein Video entweder über diesen Film machen oder generell darüber, was bei Franchise Pictures so alles schiefgelaufen ist. Vielen Dank fürs Reinklicken. Viel Spaß beim Gucken von entweder dem da oder irgendeinem anderen Actionfilm, der besser ist. Danke fürs Reinschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.